Wenn man hier die Ableitung sucht, f' von x, dann würde ich das erst anders hinschreiben. Da gelten ja diese Potenzgesetze. Das ist 12 mal, dritte Wurzel ist ja hoch ein Drittel, also x hoch 4 hoch ein Drittel und wegen dem 1 durch minus, ja, mal so, minus ein Drittel. Ja. Und an der Stelle wird multipliziert. Das heißt, ich habe hier 12x hoch minus 4 Drittel. Ist einfach eine andere Schreibweise von diesem Ding da. Und wenn ich das weiß, dann kann ich es ganz normal ableiten. Also ist 12 mal minus 4, ein bisschen mehr Platz, ein bisschen verschieben. So. Genau. Ist schon groß. Gut. Minus 4 Drittel mal x hoch minus 4 Drittel minus 1. So wird abgeleitet. Und das noch ein bisschen schöner. 4 Drittel, hier ist ein Drittel. Ja, das ist ein bisschen netter schreiben. Ja, genau. Minus 16. Minus 16 x hoch 4 minus 7. Naja, so richtig schön ist es nicht. 7 Drittel. Fertig. Und wenn ich die Stammfunktion suche, dann gehe ich auch davon aus, also machen wir eigentlich selten, aber die Stammfunktion, die muss ja größer werden. Ja, hier so. Also f von x. Da brauche ich ja ein x hoch minus 4 Drittel plus 1 muss hier sein. Und da, das macht man erst in der 12. Ja, dass ich hier 12 durch minus 4 Drittel plus 1 hinschreibe. Ja, das ist in der 11. Klasse ist das noch eine Knobelei. So, und minus 4 Drittel plus, also f von x. Minus 4 Drittel plus 1, das ist minus 1 Drittel. X hoch minus 1 Drittel. 12 durch minus 1 Drittel ist minus 36. F von x gleich minus 36. X hoch minus 1 Drittel. Dann haben wir hier Ableitungsstimmfunktion.